So, hallöchen meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Death Road to Canada. Mein Controller scheint soweit zu funktionieren, deswegen würde ich fast sagen, gehen wir mal kurz auf Continue Game und continuen unser Game mit Cool Genev with Three Others, aka mit unseren vier aktuellen Survivern. Der Horror continued und ich würde sagen, weiter geht's. Genau, wir hatten diese Muscle Car gerade. It is just smooth sailing from now on. Ja, das würde ich natürlich hoffen. Es sind noch 8 Tage bis Kanada. Und ich bin sehr gespannt, wie das diese Folge jetzt laufen wird. Was wir da für Fortschritte machen werden, oder vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Five bandits ambush the group while they are about to sneak into a zombie-infested house. The bandits speak in a half-whisper, aha. Afraid to attract undead attention, also die sind anscheinend selber ängstlich vor den Zombies und wollen nicht so laut reden und so weiter und so fort. Und die wollen gerne unsere Supplies. Wir können den Banditen sagen, dass sie es coolen sollen, das ist in der Regel nicht so schlau. Aber die liebe Vera, die hat wahrscheinlich schon einen Plan. Das sieht zumindest so aus, deswegen würde ich sagen, die Vera, die hat schon einen Plan, deswegen. Was ist denn der Plan, Vera? Der Plan ist folgendes, wir callen die Banditen auf deren Bluff und das sofort. Und noch bevor die Banditen irgendwas machen können, ist Vera schon dabei, jede Menge Neues zu machen. Okay, das ist irgendwie ein sehr interessanter, okay. Interessanter Plan. Ich hoffe mal, die Zombies kriegen uns nicht. Also, Bandits panic and zombies rush in. The group saunters, das ist ein sehr interessantes Vokabel, die war mir vorher so noch nicht bekannt. Saunters away by a side route. It pays to constantly plan for worst. So, die Moral geht hoch, das ist schon mal gut. Und wir haben anscheinend auch keinen Damage genommen, das ist also schon mal sehr gut, denn wir haben auch nur noch 2 Medical Supplies. This car should have no problems getting to Canada. Achso, genau, ich habe immer zur letzten Folge, habe ich Folgendes gesagt. Ich hatte ja gesagt, ich weiß nicht genau, wo die Unterschiede bei den Autos liegen, weil dieses Muscle Car, was wir hier jetzt gerade, ich mache übrigens hier gerade kurz Pause in dem Menü, also können wir hier das Vehicle da sehen. Da, mittlerweile anscheinend hat unsere Engine nur noch 3 Punkte. Und unser Chassis auch. Ja, dieses Auto hier ist schneller als andere Autos und anscheinend scheint das mit den 8 Driving Days until Canada keinen Unterschied zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bestimmt dieser Speedstat da unten rechts, der bestimmt ganz einfach nur, ob man Jumps schaffen kann oder nicht. Man kann nämlich, es kommen manchmal Events, wo man jumpen muss mit dem Auto oder springen muss. Und ja, so. The group sets up camp outside a grocery store. They notice another group has been following them and will probably attempt to loot the place. Send one person into loot. Das ist jetzt die Frage. Und die Antwort lautet, wir haben noch jede Menge Essen. Wir haben noch jede Menge Essen. Das ist die Antwort, würde ich sagen. Let them have it, oder? Also ich glaube, wir werden es nicht brauchen. Das klingt so, als würden wir es nicht brauchen. Und wir werden jetzt hier nicht in einen Big Fight getten. About some cans of food. There will be other grocery stores with less humans to worry about. The group eats a decent meal. Wir haben 8 Food verloren und haben noch 11 weitere Einheiten Food. Ich glaube, das war der schlaue Pick hier. Das ist nicht zu risken. Who cares if you're tired? Just keep swinging your weapon all the time. Ja, würde ich ja zustimmen. Das Problem ist nur, ja, ne? Wenn du müde bist, wenn du so ermüdet bist, dass du es nicht mehr schaffst, dann ist es nicht mehr ich drin. Gut, so, while driving on Death Road, the group decides to make a stop for supplies. Ich glaube, wir nehmen das fancy aus. Wir könnten auch rumfahren, wir haben noch 50 Gas, das ist nicht genug zum Rumfahren, würde ich sagen. Junkyard klingt nicht so einladen. Ich würde sagen, fancy House, um einfach nochmal zu hoffen, ein paar Food Supplies zu kriegen, mainly, und vielleicht auch Medical Supplies. The group spies a house that looks expensive from the outside, das klingt gut. There must be something in there worth checking out. Aggression irritated, aber immerhin late morning, also es ist immer noch relativ früh. Aber die Zombies sind anscheinend schon von Anfang an relativ aggressiv wahrscheinlich. So, den Spatula werden wir mal hier lassen. Du siehst gekittet aus. Das werden wir auch mal hier lassen, den Mob. Und auch Spine with Skull Accessory. Okay, alles klar. Also hier oben haben wir eh schon ein Spine, aber anscheinend kann man den Spine auch mit dem Schädel noch dran kriegen. Sehr interessant. Sehr interesting. Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier soweit gekittet. Alle scheinen bewaffnet zu sein. Ich würde sagen, let's go. Auf geht's, ab geht's. Da sind einige Zombies und ich glaube fast den Raum müssen wir auch, also müssen wir nicht klären logischerweise, aber den sollten wir klären wahrscheinlich. Einfach nur, weil das hier unser Spawn-In-Raum ist, da müssen wir gleich wieder rauskommen durch den Raum. Bitte nicht so viel Ammo benutzen an den Freunden. Ich sagte nicht so viel Ammo, ja, hörst wohl auf. Wer schießt hier? Du hier, nee. Du nutzt bitte nicht die gute Rifle-Ammo, sondern deine Wrench. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert, dass die alte jetzt hier, die liebe Ali, dass die jetzt hier die Wrench nutzt und nicht die Cowboy-Rifle. Und du nutzt bitte auch wirklich deinen Hammer, weil wir haben nicht so viel Munition für Schrotflinten. Ihr nehmt bitte weiterhin schön hier eure Nahkampfoptionen, denn in Sachen Schrotflinten und Gerödelmunition, was war das andere da gerade? Schlag mich tot, Rifle-Munition. Sieht da gerade nicht so dermaßen Knocke aus. Wir nehmen noch eine zweite Headshot mit, natürlich. Logischerweise nehmen wir die mit. Und ich würde sagen, wir looten immer von links nach rechts, so loote ich meistens zumindest. Macht irgendwie einfach am meisten Sinn. Und auch hier links oben und dann unten. Deswegen erst nach links und dann oben und dann unten. So behält man relativ leicht den Überblick. Immer erst links, oben, unten. Das werde ich jetzt so durchziehen, bis wir hier ganz links außen im äußersten Raum angekommen sind. Und dann geht's
Ja, geht's weiter nach oben, da. Eieiei, okay, so. Das scheint der äußerste Raum zu sein. Ein Medical Medkit-Ding, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wahrscheinlich so ein einzelnes Pflaster oder so. Hier hätten wir noch einen Broom. Damit können wir vielleicht nach Hogwarts fliegen. Oder so. Oder auch nicht. Einen Broom hätten wir da schon mal. Den nehmen wir natürlich auch noch mit, weil warum nicht? Kann ja nicht schaden. Solange unser Trunk noch nicht voll ist vom Auto. War ich da gerade oben drin? Dann brauchen wir gerade der Broom, ne? Ja, da war der Broom. Hier in dem Klo sind aber einige Gegner. Und da oben ist ein Magazin. Glaube ich. Ja, das wird ein Magazin sein. This piece of paper has a series of numbers on. Oh, never mind. Das ist eine Safe-Kombination. Padlock or Safe-Combination. Ja, manchmal finden man ja auch so Magazine, die dann lesen können, die Survivor, und dann kriegen die irgendwie Stats dazu. Oh, ja, okay, direkt hier den Safe auch gefunden. Sehr schön, was haben wir denn Schönes? Ein Night Sword. Container of 80 Gas klingt natürlich auch gut. Stockpile of Food, auch nicht schlecht. Aber, sorry, aber das klingt zu gut. I can't pass up on that. Das klingt einfach zu gut. Sorry, ja, aber ein Ritterschwert, come on. Come on, wie soll ich da Nein zu sagen? Da kann ich nicht Nein zu sagen, das klingt ja so krass. So, zwei Food haben wir jetzt. Auch eher, also zwei Food haben wir schon gefunden. Zusätzlich zu den 8 oder 10 oder 11 oder so, die wir eh noch hatten. Ein Ritterschwert, alles klar. Oha. Ja, das kann multikillen, oder? Das hat gerade zwei Zombies auf einmal in einem Schlag getötet. Ich glaube, das ist extrem gut. Und ich vermute mal, es kann auch nicht kaputt gehen. Das wird wahrscheinlich einer der besten Waffen im Spiel sein. Vermute ich mal, so in Nahkampfwaffen. In der Nahkampfwaffenkategorie zumindest. Oh, okay, das hat den Zombies mal nur genockt und nicht gekillt. Interessant. So. Skelett packen wir mal zur Seite. Und tschüss, zack. Und auch ihr, zack. Also man Multi-Hit damit auf jeden Fall, das ist sehr satisfying, das Teil zu nutzen. Noch mehr Medical Supplies, sehr gut. Genau wie ich mir erhofft habe, drei Medical Supplies und drei Food auch schon. Bisschen mehr Food wäre natürlich noch nice, aber muss natürlich nicht sein. Aber wäre trotzdem angenehm auf jeden Fall. Hui, ich würde sagen, wir gehen erst nach rechts, da unten sind viele Gegner. Hier sind auch einige Gegner. Aber hier sind weniger Gegner auf jeden Fall. So, hier haben wir noch mehr Food. Und hier haben wir auch nochmal Food und da haben wir auch nochmal Food. Und damit sind wir bei 8 Food. Und damit kann ich das zurücknehmen. Wir haben mehr als genug Food. Jetzt muss das Spiel wirklich kein Food mehr geben. Aber Schaden tut es natürlich trotzdem nicht. Ist das hier nichts? Hier ist einfach nichts im Raum oder was? Vielleicht versteckt sich hier was im Sofa. Nee, wahrscheinlich nicht. So, dich klopfe ich noch weg. Und ich glaube, damit haben wir den Place hier soweit gelootet. Und damit geht's ab dafür, würde ich fast sagen. Hallo und tschüss. Na, er lebt noch, so. Do you want to leave his location? I guess so. Ich habe gerade noch mal kurz überlegt, aber ich glaube, wir waren überall. Ich wüsste nicht, wo wir nicht gewesen sein sollen. Einiges an Munition, tatsächlich. Sehr gut. Ein bisschen Heal und ein gutes bisschen an Food. Sieht sehr gut aus. Wir haben sogar mehr Food als vor dem letzten Event da gerade mit den Bandits. Oder mit dem Supermarkt halt. The group finds another traveler by the roadside named Kay. He insists on joining the group immediately. The car is already full. Ja, ich tendiere. Keine Pushy heißt das Event noch, der ist anscheinend Pushy. Klingt ein bisschen so, als wäre der irgendwie nicht so fähig, so generell, und versucht irgendwie verzweifelt mitzukommen. Ich meine, wie gut ist Vera, ist die Frage. Was hat Vera zu bieten? Ich finde schon, wie Vera nicht mal gute Loyalty hat. Aber ganz gute Mechanical-Fähigkeiten. Also, gut, Ali hat auch gute Mechanical-Fähigkeiten und hat noch schlechtere Loyalty. Ich bin, um ehrlich zu sein, aber trotzdem zufrieden mit meinem Team. Ich glaube, wir lassen den lieben Kay einfach da. Ob der so lieb ist, ist natürlich die Frage. Weil er halt ein bisschen pushy ist. Haben wir den gerade überfahren? War der gerade auf der Straße? Irgendwas war gerade auf der Straße, glaube ich. So, The group tries... Ich sehe schon diesen Blinktext, ne? The group tries to rest in a house, but it's ambushed by a giant spider. Well, maybe it's a normal spider, but it's gross looking. The spider is rapidly draining the group's mo... Okay, interessant. Wir haben eine Giant Spider Attack, also eine riesige Spinne. Wahrscheinlich einfach nur so eine kleine paar Zentimeter große Spinne. Keine Ahnung. Die sieht anscheinend ekelhaft aus und die ist da jetzt irgendwie in dem Haus oder wo ist die? I guess die ist in dem Haus. Ich glaube, wenn ich jetzt in Disgust runne. Ich hatte das Event schon mal. Das letzte Mal habe ich Smush Spider gewählt. Wenn ich in Disgust runne, kriegen meine lieben Leute wahrscheinlich keinen Sleep. Wenn ich die Spider smushe, kriege ich eventuell sogar einen permanenten Minus-Moralpunkt. Ob der permanent ist, weiß ich nicht genau, aber man kriegt auf jeden Fall einen Minus-Moralpunkt. Eventuell, ob es garantiert ist, weiß ich natürlich auch nicht. Moral sieht aktuell ganz gut aus. Das Ding ist halt, ich würde gerne die Moral aktuell so halten. Deswegen wir run in Disgust und werden wahrscheinlich nicht schlafen, I guess. Oh, wow. Spider continues slowly walking on the walls in a creepy, disgusting manner. Also die Moral geht trotzdem runter anscheinend. Okay. Interessant, also anscheinend ist es egal, was man wählt. Eins von beiden ist gut, eins ist anders wahrscheinlich schlecht. Vielleicht ist auch einfach beide schlecht manchmal.
At the end of the day, the group hides in a drafty old house. Some zombies roam around outside and the doors of the house are barely on their hinges. Should someone barricade the house? Ja, ich würde fast sagen schon, dass wir das versuchen. Ich glaube, die Mechanical-Fähigkeit braucht man dafür. Und Strength eventuell auch. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir nehmen mal Ali, weil da kennen wir den Strength-Skill nicht. Und hier ist der Strength-Skill schlecht, aber ihr seht ja, der Mechanical-Skill ist gleich gut bei beiden, aber hier kennen wir den Strength-Skill nicht und der ist hier auf jeden Fall nicht so gut. Bei Ali ist der eventuell ein bisschen besser. Ich würde sagen, wir nehmen Ali, wenn wir können. Ja, wir nehmen die liebe Ali. Und Ali barricades the flimsy house. Mechanical increases, sehr gut. Das habe ich irgendwie auch fast gehofft, dass das passiert. She quickly reinforces problem spots, they now seem very secure. Und wir haben wieder ein decent Meal gegessen. Könnt ihr nicht ein kleineres Meal essen? Das wär besser. Dann mehr Food. It's times like this that makes me wonder if I should have been a prepper. Ja, das fragen sich natürlich alle im Nachhinein. Auch zu den aktuellen Zeiten fragen sich jetzt einige Leute, I guess. So, the group is traveling close to nightfall and sees a city in the distance. The zombies grow more aggressive as the sun sets. Oh, okay. Also Apartment with Bark Banner bedeutet normalerweise, dass wir da einen Hund finden können, der uns joinen könnte. Und in der Bar findet man in der Regel, glaube ich, einen NPC. Ich weiß nicht, ob das garantiert ist, aber ich hatte, glaube ich, schon zweimal Bar-Events und jedes Mal war da ein NPC drin. Aber das Ding ist, manchmal vergeht dann irgendwie noch zusätzliche Zeit. Und dann spawnen jede Menge Zombies und so weiter, wenn man den versucht zu retten. Den könnten wir natürlich eh nicht mitnehmen, aber der gibt einem meistens auch immer irgendwelche Skill-Increases, wenn man den rettet. Deswegen, ich glaube fast, wir nehmen die Bar. Den Hund können wir nicht wirklich gebrauchen, weil wir haben schon ein volles Team. Wir werden die Bar nehmen, denke ich mal. Es wird ein kleiner Gamble sein. Wahrscheinlich können wir nur in die Bar reinrennen, den retten und dann war es das auch schon. Oder wir ignorieren den kompletten Looten einfach. Das ist natürlich die andere Option. Außerdem ist, glaube ich, die Headshot besser. Ich glaube, die Headshot ist die bessere Waffe hier. Und ich werde diesmal die Waffen freigeben. Wie gesagt, es ist Nightfall. Es ist relativ dangerous. Was hier besser ist, weiß ich nicht. Ob die Frying Pan oder die, was ist die Branch hier, ob die besser ist, das weiß ich nicht genau. Und die liebe Earther, da werde ich auch die Waffe freigeben. So. Und ich selber werde natürlich meine Headshot da lassen, weil wir haben eh noch eine Headshot, genau. Dann kann ich Vera die andere Headshot geben. Ich glaube nämlich, die Headshots sind besser als die Frying Pan. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die Headshot ist besser. Ich vermute es irgendwie mal, es macht irgendwie Sinn. Das ist halt eine Blunt-Waffe, also eine nicht scharfe Waffe. Und das Night Sword ist natürlich hier mit Abstand die beste Waffe, die wir aktuell haben. Gut, ich würde sagen, wir probieren es mal und schauen mal, wie weit wir da kommen. Auf geht's. Da ist unser dickes, fettes Muscle Car. Let's boogie. Auf geht's, ab geht's. Bitte lasst mich alle in Ruhe, meine lieben Zombies. So. Übrigens, zum Thema, lasst mich doch bitte alle in Ruhe. Ihr natürlich sollt mich absolut nicht in Ruhe lassen. Ganz im Gegenteil, lasst mir lieben gerne Kommentare da, falls ihr irgendwie nützliche Tipps und Tricks für mich habt oder mir Feedback da lassen wollt und mir sagen wollt, ich bin doof oder ich bin cool oder was auch immer. Dann lasst mir doch lieben gerne Tipps und Tricks da zum Beispiel. Ui, Hallöchen, Mr. Zombie. So, die Frying Pan werden wir übrigens auch mitnehmen. Die ist nämlich, ui, mein Inventar ist voll, merke ich gerade. Die ist nämlich gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so übel. So, wir werden das Haus ja immer ganz schnell looten. Im Schnelldurchlauf. So viel Zeit haben wir nämlich nicht. Wir werden ja immer grob alles durchstöbern. Weg mit dir. Mal kurz hier oben reingucken. Ist hier irgendwas? Ja, Ammo. Einmal hier schnell rein. Ja, weg damit. Hoppala. Wir haben nämlich nicht viel Zeit. Ihr seht schon, es ist 8 Uhr PM gerade schon. Die Zombies werden jetzt schon richtig aggressiv mittlerweile. Okay, hier ist gar nichts. Scheinbar. Raus hier. Oh Gott, hier sind ganz schön viele Zombies. Eieiei. Finger weg. Egal, mit eurem Grab schon hier. Wir gucken mal kurz hier rein. Ja, aber lasst mir lieben gerne Kommentare da. Und oder Feedback. Oder auch gerne Likes. Und all so ein Spaß. Und solltet ihr neu sein auf meinem Channel natürlich, lasst mir lieben gerne auch ein Abo da. Auch das würde mich sehr freuen. Aber das ist natürlich alles nicht Pflicht. Würde mich aber natürlich hier sehr freuen, wie bereits gesagt. So, wir gucken auch hier einmal kurz rein. Oh, das ist ein großes Haus, oder? Das sind also große Häuser. Ich würde gerne einfach schnell zu der Bar und dann hier weg, weil es ist schon ziemlich dunkel und spät. Oh, jetzt ist es officially Nacht, glaube ich. Oh, wir sollten uns beeilen. Die Musik gefällt mir ja überhaupt gar nicht. Das klingt ja auch gar nicht. Ach du Kacke, es sind. Eieiei, da sind ganz viele Zombies drin. Ja, den Raum da werde ich einfach ignorieren. Wir gehen jetzt hier raus, ganz schnell, und dann suchen wir die Bar und dann ab dafür. Da werden wir aber ausnahmsweise mal nicht großartig looten gehen. Wo ist die Bar, liebe Leute? Wo ist die Bar? Das sind die Fragen, die sich mir gerade stellen. Und die Antwort auch, ich weiß es nicht. Okay, da scheint die Bar schon nicht zu sein. Okay, hier vielleicht. Das da sieht aus wie ein Haus. Most Pub. Most Taverne. Bekannt aus Filmen und Serien und Film und Fernsehen, a.k.a. den Simpsons. So, was haben wir Schönes? Cool Game of Has Seen This Kind of Thing Before. This person clearly drank too much soda, judging from the bottles lying around. Now he's in need of food to even out his blood sugar. Poke him for 4 hours. Das Ding ist, das klingt wie so ein dummer Meme-Text. Ja, poke him for 4 hours. Man schubst den dann so einmal, dann steht er auf. Es vergehen wirklich 4 Stunden, wenn man das macht. Deswegen, kann ich sehen, wie viel Uhr es gerade in Game ist. Wie viel Uhr ist es gerade? Es ist nämlich schon 9 Uhr. 4 Stunden, dann sind wir Mitternacht. Ich weiß nicht, ob die Zombies noch aggressiver werden können. Ich glaube, wir machen den Gamble. Ich glaube, ich gamble das jetzt. Wir gamble das jetzt, wir rennen danach einfach direkt zum Auto. Das ist zu gefährlich, was ich jetzt mache. Oh, Jesus.
Wir machen das. Auf geht's. Poke MVV aus. Pokes Maxwell to wake him up from sleep. It takes 4 consecutive hours of continuous poking. Okay, I'm awake, he says. He says he'll follow you for a while. Also, but you should meet him outside of town if you both make it. Yeah, well, okay, Mr. Maxwell. Los geht's. Raus hier. Schnell, schnell, schnell. Lauf, lauf, lauf. Action. Auf geht's. Ab geht's. Zum Auto. Oh Gott. Was ist gerade passiert? Hab ich gerade Damage genommen? Ist gerade irgendwas passiert? Also, die Grabsteine schon mal sehr schnell ist gerade, habe ich gesehen. Das ist schon mal sehr dangerous. Was ist das? Achso, das war. Okay. Ja, da lagen Glasflaschen in der Bar rum. Ich bleib mal kurz auf dem Bildschirm, damit ich kurz erklären kann, den Sound. Da lagen Glasflaschen und irgendwer hat eine Glasflasche geworfen. Das macht diesen komischen Sound. Das ist halt das Geräusch von der Glasflasche, wenn die am Zerbrechen ist. Kommt bitte einfach zum Auto. Schnell zum Auto, ja? Einfach alle Zombies ignorieren, zum Auto und dann ab dafür. Alle rein, zack, alle sind drin. Start a car, ab geht's, auf geht's. Ich hoffe, wir lassen jetzt keinen zurück. Ne, scheinen alle dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob wir den Maxwell gerade zurückgelassen haben. Aber das sieht soweit gut aus. Maxwell catches up with a group at a safe spot. Er offert uns eine Reward. Und seine Skills sind schreckliche Medical Skills. Mechanical alright, Shooting ganz gut. Strength all. Oh Gott. Der ist ja mal. Also recruiten werden wir schon mal safe nicht. Group First Aid oder Group Shooting Training oder Morale. Moral Pep Talk. Moral Pep Talk. Mal sehen, wie sieht's denn da aus? Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Shooting Training. Oh Gott. Okay, Vera ist die Einzige, die hier unseren Shooting Skill. Ihren Shooting Skill uns hier schon revealed hat und der ist nicht sehr gut. Wie sieht's aus mit. Ich glaube, First Aid ist einfach nur das Halten wahrscheinlich. Also, I guess Shooting Training. Ich meine, vielleicht werden dann die anderen Shooting Skills revealed. Das wäre natürlich auch gut. Ich würde sagen, wir nehmen das Shooting Training. The group gets all sorts of secret shooting tips from Maxwell, okay? The training ends and Maxwell departs. Veras Shooting increases. Jetzt ist es mediocre, I guess, und die anderen haben leider ihren Skill nicht revealed, was schade ist. Aber immerhin, unser Shooting Skill ist hochgegangen. In der. Oh Gott, was? Wir haben kein Gas mehr? Out of Gas? Darauf habe ich gerade gar nicht geachtet. Oh boy, wir haben kein Auto mehr. Das ist nicht so gut. Oh! The group spots a bakery. Das sieht doch gut aus. Ich weiß nicht, aber. The group spots a bakery van versus. Oh, it's broken down. Schade. On the side of the road, the van is. Ja, irreparable, das dachte ich mir schon. The bread is moldy and inedible, but there are some sugary cakes. Oh, das klingt immer schön. Wir kriegen Food und haben aber leider kein Auto. Ich habe gerade echt gehofft, wir kriegen nochmal ein Auto, aber ja, leider nicht. Cool, Genev doesn't pay attention to where she is going and falls into a deep puddle of water. Her gear is fully submerged, putting supplies in danger. Großartig, wir haben alles möglich verloren. Das ist natürlich ganz toll. Und die Moral geht auch runter. Das ist ja vom Regen die Taufe hier. Ah, das after hours of hiking. Das klingt ganz gut, weil ich glaube, da gibt es jetzt wieder ein Auto wahrscheinlich. Search for keys, das klingt nach dem Auto, ja. After hours of hiking, the group finds a car sitting alongside a country road. It's in great shape, but the keys are missing. A cabin is visible to the north. Swarm size thick klingt nicht sehr gut. Aggression irritated klingt genauso schlecht. Afternoon ist immer noch relativ früh. Ich würde sagen, wir suchen nach den Keys und dann booken wir es hier. Dann ab dafür. So, du gibst mir bitte deine Frying Pan. Die werden wir jetzt gleich nicht brauchen. Das Board hier wahrscheinlich auch nicht. Dann würde ich sagen, ja, ab dafür. Grab schon uns die Karre hier. Also versuchen wir es natürlich. Uiuiui, weg mit dir hier. Was soll lassen hier? Da steht ja am Spawnpunkt. Wie war das mit Fick? Also so Fick ist das jetzt hier nicht. Das sind ein paar Zombies. Es sei denn, in der Cabin sind hier wenig Zombies. Die sind meistens immer hier oben. Um uns die Cabin. Kann man das ja aufsammeln? Ne, den Trick kann man da nicht aufsammeln anscheinend. Hallöchen, da sehe ich doch schon mal einen Treibstofftank. Das sieht schon gut aus. Ein Gasoline-Tank. So, ui, ja, das sieht mir nach Fick aus. Kommt bitte alle raus da, meine Freunde. Und dann töten wir euch hier draußen. Hier ist nämlich ein bisschen mehr Platz als da drin. Wollt ihr nicht rauskommen? Ah doch, jetzt kommt da einer. Oh Gott. Ja, wir bleiben mit hier draußen, Freunde. Wir bleiben einfach mal hier draußen. Wir werden es mal ganz entspannt, nicht? Ganz, ganz entspannt. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir werden jetzt erstmal ganz entspannt hier warten, bis alle rauskommen. Gar kein Stress. Ich glaube, ich würde sagen, wir laufen einmal hier eine kleine Runde hinten rum. Da sind nämlich, glaube ich, nicht so viele Zombies. Kann man den Baum fällen? Kann man Bäume fällen in so einem Spiel? Das sah gerade ein bisschen so aus. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal. So. Oh, da. Ja, noch sind wir doch nicht so weit. Ich würde sagen, wir gehen wieder nach links rüber. Bleiben uns alle nach links. Und dann geht es wieder oben rum. Ich müsste mit meinem Charakter hier mit Cool Genev, die liebe Cool Genev, bräuchte mal kurz eine kleine Verschnaufpause. Die hat einen ganz roten Kopf. Aber ich bräuchte mehr Fitness, damit ich hier das Night Sword besser wielden kann. Ich glaube, ich kann da. Ich glaube, ich bin schon gewindet nach irgendwie 2-3 Hits. Bin ich schon out of breath quasi. Damit aktuell, glaube ich, weil es logischerweise richtig schwer ist am Guessing. Da liegen uns auch die Keys, aber die werden wir erstmal kurz ignorieren. Sonst sammeln wir hier den ganzen anderen Spaß auf. Zum Beispiel Ammo und ein Hammer. Das Night Sword ist natürlich trotzdem besser. So, Food haben wir ja auch. Sehr schön. So, und jetzt würde ich sagen, grab ich mal kurz die Keys. A set of keys, including some car keys. Sehr schön. So, weiter geht's. Oh, da ist noch mehr Gasoline. Warum? Das lag doch da gerade noch nicht, oder? Lag es gerade schon? Egal. So, was haben wir Schönes?
Ah, da oben ist die Toilette. Die nehmen wir natürlich noch mit. Nevermind. Die habe ich gerade fast übersehen. Etwas mehr Gas. Wir sind bei 78 Einheiten Gas. Klingt schon mal ganz solide, würde ich sagen. Und damit haben wir, glaube ich, alles, was man hier so looten kann. Und damit geht es hier weiter, würde ich sagen. Wo ist das Auto? Da unten, glaube ich. Das sieht doch mal nach einem ganz soliden Auto aus. Unlock the car door. Ja, get in the car. Auf geht's, ab geht's. Ich glaube, das ist ein Auto, das auch relativ treibstoffeffizient ist. Das wird, glaube ich, nicht 12, sondern wahrscheinlich nur 10 Treibstoff verbrauchen. Das heißt, das sollte bedeuten, dass wir etwas länger auf unseren 78 Treibstoff hier durch die Gegend fahren können. Etwas Food haben wir auch wieder gefunden. Ja, Speed ist nicht ganz so gut. Also Jumps wäre ein bisschen schwierig mit dem Auto wahrscheinlich. Cool GNF makes mistakes while scouting a town and gets cornered by a large group of zombies while unarmed. She's trapped in an alley. At the end of the alley is heavy garbage and a large fence. So, was sind denn hier für Abilities? Die Parkour-Abilities oder werfen wir Garbage? Ich vermute mal, Garbage werfen nutzt die Shooting-Abilities. I'm guessing. Und Parkour wahrscheinlich Fitness. Fitness scheint bei GNF ja nicht so gut zu sein. Aber Garbage werfen klingt auch nicht so effizient. Wir probieren es mit den Parkour-Abilities mal, oder? Fight or Flip. Das Ding ist, GNF ist generell nicht so ich meine, Throw Garbage steht nach Shooting-Abilities. Vielleicht machen wir das mal. Bowled several zombies over by throwing garbage cans. She escapes and gets a great workout at the same time. Strength revealed. Die hat gute Strength. Uiuiui. Das ist aber sehr schön. Also wir haben Strength increases auch noch. Also sehr gut. Strength scheint es increased worden zu sein. Ist auch ganz gut anscheinend. Und die Moral geht auch hoch. Das war anscheinend die richtige Wahl. Sehr schön. This is some bullcrap, sagt die liebe Ali und reduziert die Moral der ganzen Gruppe. Vielen Dank dafür, Ali. Noch 6 Driving Days sind uns bis Kanada. Das wollte ich gerade mal nachgucken. Und ich würde sagen, ein Gather-Event von welcher Art auch immer, werde ich jetzt noch in dieser Folge machen. Und danach würde ich sagen, machen wir dann erst in der nächsten Folge weiter. Habe ich schon da beschlossen. Denn wir sind auch schon wieder bei einer relativ soliden Aufnahmezeit übrigens. Deswegen, das ist auch mit einem Faktor logischerweise. Aber ja, habe ich schon da beschlossen. Ich glaube, ein Event mache ich noch. Ansonsten hätte ich auch jetzt schon hier callen können. Aber ich habe Lust. Ein Event machen wir noch. Und dann call ich danach erst. So. Exhausted after an extra long drive, the group scouts out a camping spot and falls asleep immediately after. The group eats a decent meal. Okay, das klingt schon mal nicht so negativ. Oh, jetzt sind es nur noch 5 Driving Days until Canada. This can opener has seen better days. Also quasi nur noch eine Arbeitswoche sozusagen. Ohne Wochenende halt. The group, bis wir in Kanada sind. The group finds an old Game Bronus TM, wahrscheinlich ein Gameboy. It's a handheld video game system that survived this long because it's built like a brick. Ja, das kann ich mir vorstellen. There were a few games with it, all known for their extremely frustrating difficulty. So, wir können jetzt also das Teil behind leaven. Wir können Mario Kart wahrscheinlich, also Dropnus Kart klingt nach Mario Kart. Das klingt wie Dr. Mario wahrscheinlich, keine Ahnung. Und Dropnus Squadron, keine Ahnung, was das ist. Das klingt aber, jetzt kann ich auswählen, ob sie das Ding behind leaven oder eins von den Spielen spielen, I guess. Und da ich da Genev oben sehe, vermute ich mal, dass es um Genev geht. So, Genev hat anscheinend ganz gute Combat Skills und Squadron klingt mir nach einem Combat Spiel vielleicht, irgendwas wie Squadron, vielleicht sowas wie Star Fox oder so. Ich würde sagen, wir nehmen mal das hier. Das klingt nicht so nach Logik, sondern eher nach Combat und ich glaube logiktechnisch weiß ich nicht, wie das bei Genev aussieht, aber Genev, ja, Mega Buff, genau. Ja, logischerweise hat Genev viel Strength. Mega Buff habe ich ja ausgewählt als Perk gehabt. Was heißt ausgewählt, aber ich habe halt so lange gerollt, bis ich einen nice NPC hatte und die hat halt Mega Buff. Ich glaube, das ist der Move. Ich glaube, wir nehmen Drop einen Squad und gucken mal, was dabei rauskommt. It's going to be rough on Morale. Wait, what? Ui. Okay. Dann nehmen wir vielleicht Vera. Vielleicht geht er durch das Strength oder Fitness hoch oder so. Oder Shooting. Weil Vera hat die höchste Moral aktuell, glaube ich. Oder Ali ging auch. Ali ging auch. Wir nehmen Ali, um freizuschalten. Also um irgendeinen neuen Skill vielleicht freizuschalten. Mit ein bisschen Glück. Ich glaube, das machen wir so. Never mind. Is a game about Dropnus blasting aliens with a machine gun. Ja, da geht es um Shooting Skill wahrscheinlich. Ja, sieht gut aus. Oh. Most death happens due to bad jumping controls mixed with instant kill pits. Ich habe gerade nur diesen Blinktext gesehen. Alles Shooting increases, this game is way too difficult. Schmerzenschrei hier einfügen. Ali throws the game Bronus hard, destroying it. Anscheinend ist das Ding so infuriating, dass man einfach das Ding wegschmeißt, wenn man damit spielt. Sehr interessant. Gut, aber der Shooting Skill scheint hochgegangen zu sein. Leider haben wir nicht revealed gekriegt, wie gut er actually ist. Aber schlecht kann er mittlerweile nicht mehr sein nach dem Shooting Training von vorher. Conserve your water, we don't want to waste any. Ja, Water ist ja actually nicht mal eine Ressource in so einem Spiel, so gesehen. Es gibt ja nur Nahrung. Ein Trader Camp. Meiner Erfahrung nach kommt nach Trader Camps um uns meistens einer von diesen Onslaughts, von diesen, ne, ihr wisst Bescheid, was ich meine. Vermute ich zumindest mal, einer von diesen Sieges. Die Sieges kommen meistens nach den Trader Camps, deswegen würde ich sagen, die Siege werden wir dann auch noch spielen. Die dürfte jetzt entweder direkt danach oder fast direkt danach kommen, glaube ich. It's an old but fit man in matching gray sweatpants and sweatshirts. He screams something about building mass and bulk with an intense strength routine. Okay. He flails towards some heavy object lying around.
Okay, alles klar. Ja, wir könnten ihm jetzt alle unser Essen für Training geben, aber say it, don't spray it, alass klar. Cool, gehen auf die Claire's Pose auf. Ja, ich, das, also, okay. Vielleicht gleich, wir gucken mal. Vielleicht interagieren wir mit dem lieben Herrn da gleich nochmal. hier haben wir den Axt-Massakermann mit drei Augen. So sieht er eben so aus. Es ist in der Tat der Axt-Massakermann. Es ist eine Frau. Oh, eine Frau mit einem Krönchen. Okay, das macht Sinn. Ich dachte, das wäre ein Mann. Irgendwie, keine Ahnung. Wir können uns jetzt hier Äxte klauen, I guess. Aber leave it be. Ich glaube, Äxte brauchen wir aktuell nicht. Wir haben ein Ritterschwert. Das soll erstmal genügen. Und du tradest uns Treibstoff für Essen oder was? You also sell 10 units of gas for every food item. Ja, das, nee, lass mal stecken. Den können wir aber ausrauben. Ich glaube, das wird das sein, was wir lieber machen werden. Ich glaube, wir werden ihn einfach ausrauben. Treibstoff kann auch nicht schaden. Also lieber raube ich immer den Essenshändler aus. Und ja, ich wenn ich klauen kann, klaue ich eigentlich jedes Mal in diesem Spiel. So, nach meinen bisherigen Erfahrungen ist das meistens immer so der Move. Einfach Leute beklauen im Trader Camp. Ich wüsste zumindest bis jetzt noch nicht, was dagegen spricht. In der Regel ist das in so Spielen meistens immer der Move, einfach so ressourceneffizient wie möglich zu spielen. Deswegen werden wir den jetzt hier ausrauben. Ali robs a trader. Ali grab a couple of gas canisters. 56 Gas, alles klar. Ja, die Moral von GNF ist ganz schön kritisch. Und die Moral von Ali geht immerhin hoch, aber gut. Jetzt haben wir ein paar Moralprobleme aktuell, würde ich fast behaupten. One time I punched a zombie so hard it exploded. I don't believe you, Ali. You're a phony. Ja, das ist ja großartig. Jetzt geht die Moral hier noch weiter runter. Warte, was? Ich habe so gehofft, dass das nicht passiert. Ich dachte mir schon so, wenn die Moral so niedrig ist, weil ich meine, mit dem zu können, das irgendwo mal gelesen zu haben, dass Survivor einfach gehen können, wenn die Moral so niedrig ist. Ja, cool. GNF sneaks off when everyone is busy. She leaves, taking nothing, not even her personal supplies. There is a note left behind, wishing everyone luck. Ich meine, immerhin haben wir jetzt wieder Moral dazu gekriegt für die anderen. Aber GNF ist jetzt, glaube ich, weg. Und da ist der erwartete. Ja, super, großartig. Oh Gott. Da ist der erwartete. Die erwartete Siege. The group accidentally disturbs a lot of undead while scouting a city. This causes a chain reaction of blunders and they are soon surrounded. Großartig. Their only chance is running through a tunnel in the road. Noch großartiger. Swarm size sardine pack. Das klingt ja mal ganz toll. Aggression hunting. Das klingt noch viel besser. Und ich glaube, wir sind irgendwo in einem Tunnel oder was? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich den Weg aus dem Tunnel rausfinden. Und wir haben nur noch drei Survivor. Das ist natürlich das. Hallo? Na, das Schwert würde ich gerne behalten. Nein. Das kommt mir aber gar nicht in die Tüte hier. Das Schwert behalten wir natürlich. So, was ist jetzt mein Charakter? Wen spiele ich jetzt gleich? Das ist jetzt hier die Frage. Wer ist hier gleich der Leader? Urfa ist covered in dirt. Ja, das ist schön. Den schon mal nicht. Die Vera schon mal nicht. Vera ist hier. Die ist trash in Sachen Combat. Fitness trash, Strength trash, Shooting trash. Das ist schon mal alles nicht so gut. Die kann uns gerne hinterherlaufen, aber die werde ich definitiv nicht spielen. Hier wissen wir es nicht und hier wissen wir es an sich auch nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, ich spiele Urfa. Das ist einer von unseren OG-Charakteren, mit dem wir gestartet sind. Wir spielen Urfa, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir das Equipment ändern, I guess. Wo ist der Snapnose Revolver? Hat das Spiel ihn einfach gelöscht? Jo, das Spiel hat ihn einfach gelöscht, glaube ich. Ja, GG, der ist weg. GG, der scheint weg zu sein. Das ist ja mal super. Hör mal. Ich sehe ihn zumindest gar nirgendwo. Ich glaube, der Snapnose Revolver ist einfach weg. Und das war, glaube ich, der ist, glaube ich, besser. Also, meine ich zumindest. Der dürfte besser sein als die normale Pistole. Weil that's a thing. So, außerdem werden wir kurz nur noch ein bisschen tauschen. Und zwar wirst du mal kurz das Ding hier holen und dann packen wir das Ding beiseite. Und dann nehmen wir das mal hier ins Inventar. Was mache ich hier gerade? Ich bin gerade mein Inventory am rearrangen. Nicht fragen. Fragt euch nicht, was ich gerade mache. I know what I'm doing. It's all good. So, ich möchte mich gerne hier die Cowboy Rifle selber haben. Bevor wieder irgendein NPC die 46 Schuss hier wegwastet. Du kannst lieber die Schrotflinte nutzen, meine Liebe. Und du kannst die Pistole nutzen. Und dann passt das, glaube ich. Ja, und die Machete meinetwegen auch. It's whatever. So, wie machen wir das jetzt? Nehme ich noch eine zusätzliche Waffe mit? Ja, vielleicht eine, die nicht ganz so schwer ist. Wie wäre es mit dem Hammer hier? Ich glaube, der ist nicht ganz so schwer wie das Schwert wahrscheinlich. Ich glaube eh nicht, dass wir da irgendwas finden werden. Großartig. Und dann würde ich sagen, ja, time to make it or break it, I guess. Also hier wird jetzt entweder das LP an dieser Stelle enden, beziehungsweise dieser Run wird auf jeden Fall an dieser Stelle entweder enden, oder wir schaffen es. Ich glaube, so ein schweres Siege habe ich bis jetzt noch nicht überlebt. Deswegen ist es gut möglich, dass ich jetzt hier das nicht schaffen werde. Aber let's try. Vor allem habe ich diesmal eine extrem gute Waffe. Also die Chancen stehen gut. Mit dem Night Sword, das sieht gut aus. Okay, auf geht's. Ich sollte mir erst einen Plan überlegen. In welche Richtung gehen wir? Runter, links, rechts? Ich würde sagen, wir versuchen nach rechts zu gehen. Oder wenn also nach rechts oder nach links.
Oder halt, ich werde einfach in die Richtung sticken, die erste Richtung sticken, die ich finde. Das ist der Plan, glaube ich. Ach, wir sind in einem Tunnel. Okay, wir sind nicht im Sewer-System. Ich dachte, das wäre jetzt wieder, da stand zwar Tunnel, aber ich dachte, das wäre wieder so ein Sewer-Ding. Aber wir können sogar looten. Oh, das ist risky. Ja, wir werden nicht looten. Ach Gott, das ist die Wand. Stimmt, das ist die Wand. Da geht's gar nicht dran vorbei. Okay, ja, ich werde jetzt hier nicht viel looten. Wir werden es, glaube ich, einfach spucken. Teil zu werden. Einfach hier. Na komm, wir looten es jetzt zu Ende. Ich wollte es eigentlich nicht looten, aber whatever. Zum Weg bitte. Oh. Genau, meine Freunde. Helft mir mal hier ein bisschen. Genau, das sieht gut aus. Oh Gott, schon so viele Gegner. Oh Gott. Da könnte man auch nochmal looten. Theoretisch gesehen, was ist das hier? Könnte mal Gas siphon. Okay. Na doch, passt das hier soweit. Okay, jetzt. Oh, ich bin schon wieder gewundet. Mein Kopf leuchtet schon wieder rot. Das ist schon mal nicht so gut. Kann man das hier auch looten? So viel Gas. Das ist aber so, das ist schwer da zu passen. Außerdem war das gerade strategisch gar nicht mal so dumm, weil die Zombies sich dadurch praktischer positioniert haben. So schlimm ist der Tunnel bis jetzt gar nicht, obwohl da irgendwas schon wegen Sardine packt. Food finden wir auch noch, sehr schön. Ja, never mind. Also bis jetzt ist es nicht annähernd so schlimm, wie ich dachte, dass das sein würde. Wir werden mal kurz hier einmal den großen Loop laufen. Den Loop to Loop. Nein, nicht, du lass die Zombies da unten. Zombies sein, wir gehen jetzt hier lang. Was haben wir hier noch Schönes? Nochmal Food? Okay, das nehmen wir auch nochmal mit, warum nicht? Geht ja schnell. Müssen wir einmal ganz schnell kurz mit interagieren. Nein, komm mit. Du sollst da nicht kloppen. So. Okay. Hier haben wir jetzt einige Zombies vor uns. Das, ich bin schon wieder gewundet. Ich würde sagen, ich nutze auch mal ein bisschen Munition. Ist ja auch stets eine Siege. Warum auch nicht? So, komm bitte. Komm bitte. Komm bitte. Komm bitte. Komm bitte. Komm bitte. Meine lieben Damen. Danke. Ich bin schon wieder gewundet. Es geht so schnell mit dem Schwert. Das ist das Einzige, was daran negativ ist. Das ist halt eine extrem gute Waffe, glaube ich. Aber man ist so schnell gewundet, dass sich das echt actually nicht wirklich lohnt hier. Das wäre ein Siege nutzen. Oh, okay. So klingt Genuine Panic übrigens. In case you didn't know. Bitte geh K.O. Bitte geh einfach K.O. Einfach K.O. gehen und dann am Boden liegen bleiben und dann bist du mir egal, lieber Zombie. Also, das gilt für alle Zombies hier. Genau so oder so. Knockback ist auch gut. Nein, mich nicht grab schon. Finger weg. Finger weg. Snap, das geht auch nicht gut. Hey, wir laufen uns einfach durch. Wir ziehen uns jetzt alles gerade durch. Oh, hier sind ganz schön viele. Komm hier hoch. Weg mit dir. Oh Gott. Oh Gott, das sind ganz schön viele. Zurück, zurück, Rückzug. Oh Gott, oh Gott. Ja, Flucht nach vorne. Das Auto kann ich nicht looten. Da habe ich keine Zeit für. Wir fliehen jetzt nach vorne. Ab durch die Mitte. Das Auto können wir looten. Eventuell, ganz schnell. Noch mehr Gas. Ja, das lohnt sich schon. 91 Gas. Ich meine, das lohnt sich halt einfach. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, gehen wir da nochmal zurück und looten die beiden Autos. Oh, das ist der ballsy Move. Wer war das? Empty, okay. Ne, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach. Das ist mir zu risky. Da sind mir zu viele Zombies hinten. Let's hit the road. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Jetzt kriegen wir normalerweise, glaube ich, wieder einen Skillpunkt, weil das hier wieder ein Siege war. Nach Sieges kriegt man, glaube ich, immer einen Skillpunkt. Oder Skillpunkte vielmehr. Strength, Moral, Medical. Oder Faster Run Speed für Vera. Vera ist aber irgendwie so der nutzloseste Charakter von allen bis jetzt. So im großen Teil. Ich glaube, Strength brauchen wir actually nicht so unbedingt. Medical wäre vielleicht nicht schlecht. Earth hat ganz gute Medical Skills. Ich glaube, war das. Ne, Vera war es nicht. Ali hat. War Ali nicht unser Medic? Weil, wenn Ali noch bessere Medical Skills als Earth hat, kann es gut sein, dass wir bald. Ich glaube, wenn man Max Medical Skill hat auf dem Charakter, dann kann der healen ohne Medical Supplies. Also komplett ohne. Da braucht man null Medical Supplies, den kann trotzdem healen. Deswegen, ich glaube, Medical ist hier der Move. Ich meine, Strength wäre auch der Move, weil. Das ist jetzt nicht so gut Strength. Und hier bei Ali, glaube ich, auch nicht. Und bei Earth wahrscheinlich auch nicht. Aber Earth ist immer ein Ultra Fit. Ich glaube, der Move ist Medical. Ich werde Medical nehmen. Wir nehmen Medical. When it comes to Zombie First Aid, practice makes perfect. Ali's Medical ist absolut terrible, aber immerhin ist Earth's Medical jetzt überdurchschnittlich gut, I guess. Und Ali's Medical ist jetzt auch a thing. Und Vera auch, ja. Ist nothing to be proud of, nothing to write home about. Aber immerhin, Earth's Medical ist ganz gut. Zwei Zombo Points haben wir wieder geearnt und ja, ich würde sagen, okay. Und damit, was steht da? Achso, ich dachte, da irgendeiner von NPCs hätte wieder was gesagt. Und damit, wie gesagt, wie bereits gerade angekündigt, würde ich sagen, beenden wir eine Folge. An der Stelle jetzt erstmal diese Folge. Noch 5 Driving Days bis Kanada. Eins von unseren Party-Members hat uns leider hintergangen und, okay, hintergangen nicht, die hätte keine Supplies mitgenommen. Aber unsere Party leider verlassen. Und damit würde ich sagen, ja, müssen wir in der nächsten Folge vielleicht gucken, dass wir einen Ersatz finden. Wie auch immer, das war es erstmal von mir für die heutige Folge. Beim nächsten Mal geht es dann weiter Richtung Kanada. Noch 5 Driving Days sind es nur noch. Also lange ist es nicht mehr hin. Aber ja, das war es erstmal von mir bis heute. Bis zum nächsten Mal, würde ich fast sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, wie eigentlich immer, am Ende von jeder Folge. Und ja, schaut beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Fällt euch!